Hallo, so, heute sprechen wir über Primzahlen und was ist eigentlich eine Primzahl und wie definiert sich Primzahl? So, Primzahlen ist eigentlich relativ einfach und die Definition dazu zeige ich dir gleich und dann werden wir ein paar Beispiele suchen. Primzahlen werden aber auch in der Softwareindustrie zum Beispiel für Verschlüsselungstechniken benutzt. Also Primzahlen können auch später immer wieder wichtig bleiben, aber wir wollen heute uns einfach erstmal um die Definition und um das Finden von Primzahlen bemühen. Also Primzahlen kann man sich merken, sind grundsätzlich immer natürliche Zahlen. Natürliche Zahlen. Also das sind die Zahlen, die du typischerweise schon von klein auf immer zum Zählen benutzt hast. Zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Also das sind natürliche Zahlen. Und eine Primzahl ist jetzt eine Zahl, die nur durch sich selbst und durch 1 teilbar ist. Also grundsätzlich sagt man auch, sie ist genau durch 2 natürliche Zahlen teilbar. Zahlen teilbar. Also genau 2 ist hier der Schlüssel. Nicht mehr und auch nicht weniger. Und genau mit dieser, also normalerweise heißt es durch sich selbst und durch 1. So, und das wollen wir jetzt mal testen. Was ist jetzt eigentlich genau eine Primzahl? Fangen wir mal mit der 1 an. So, lass uns mal die Frage stellen, ist 1 eine Primzahl? Durch was ist 1 teilbar? Ja, 1 ist durch 1 teilbar und sonst nichts. Das heißt, normalerweise könntest du jetzt denken, ja, das ist doch dann eine Primzahl, die ist durch 1 und durch sich selbst teilbar, aber im Endeffekt ist das ja das Gleiche. Das zählt also nicht. Die 1 ist deshalb keine Primzahl. So, dann schauen wir uns die 2 an. Die 2 ist durch 1 teilbar und durch 2 teilbar. Das heißt, die 2 ist tatsächlich prim, kann man dazu sagen, oder eine Primzahl. Gut, dann lass uns die 3 anschauen. Die 3 ist durch 1 teilbar, durch 2 ist sie nicht teilbar, aber durch 3 ist sie teilbar. Das heißt, 3 ist auch eine Primzahl. Gut. Dann die 4. Die 4 ist durch 1 teilbar, natürlich auch durch sich selbst, durch 4 wie alle Zahlen und auch durch 2. Das heißt, 4 ist auch keine Primzahl. Übrigens interessant noch bei der 2 ist zu sagen oder zu erwähnen, die 2 ist ja eine gerade Zahl, ne, als 2. Und die 2 ist auch die einzige gerade Zahl. Primzahl, weil alle anderen geraden Zahlen, so wie die 4 und die 6 und die 8, die dann später noch kommen, sind alle durch 2 teilbar. Das heißt, es sind alles keine Primzahlen, nur die 2 ist die einzige gerade Primzahl. Ist vielleicht ganz interessant, sich das zu merken. Gut, dann machen wir mal weiter. Schauen wir uns mal die 5 an. Die 5 ist auf jeden Fall durch 1 und durch 5 teilbar. Ist er auch durch 2? Nee, 3? Nein. Und durch 4 ist er auch nicht teilbar. Das heißt, 5 ist auch eine Primzahl. So, dann, wo geht's denn weiter? 6. Wir haben ja eben schon gesagt, alle anderen geraden Zahlen sind durch 2 teilbar. Das heißt, können per Definition keine Primzahlen sein. Wir wollen das nochmal kurz überprüfen. Und die 6 ist in der Tat durch 1, durch 2, durch 3 und durch sich selbst durch 6 teilbar. Das heißt, auf jeden Fall keine Primzahl. Und dann schauen wir uns nochmal die 7 an. 7 ist natürlich durch 1 und ist sich selbst teilbar. Und ist sie noch durch andere Zahlen teilbar? Nein. 2, 3, 4, 5 und 6 ist sie nicht teilbar. Das heißt, die 7 ist auch eine Primzahl. So, dann lass uns ein paar schwierigere oder größere Zahlen einfach mal nehmen und schauen, ob es Primzahlen sind oder nicht. Also, wie du jetzt schon siehst, bei Primzahlen, das Schöne ist eigentlich, dass die Primzahlen quasi so eine Art der kleinste Baustein darstellen. Also, die kannst du nicht mehr weiter zerlegen. Also, die 7 kann ich nicht mehr weiter zerlegen. Die 7 kann ich nur als
einmal 7 schreiben und dann habe ich es nicht wirklich zerlegt, aber die 5, Entschuldigung, die 6 kann ich tatsächlich noch ein bisschen weiter zerlegen. Die kann ich nämlich auch als 2 mal 3 schreiben und dadurch kann ich die 6 quasi in ihre Bausteine aufteilen und du siehst schon, 6 ist das Produkt aus zwei Primzahlen, nämlich der 2 und der 3. Also jede natürliche Zahl, die keine Primzahl ist, kannst du quasi in Primzahlen, in Produkte aus Primzahlen zerlegen. Das ist nur am Rande, denke ich, auch ganz interessant. So, und jetzt lass uns aber wirklich mal ein paar größere Zahlen suchen und schauen, ob das Primzahlen sind oder nicht. Nehmen wir mal die 16. Also die 16 ist auf jeden Fall durch 1 und 16 teilbar, das ist klar. Aber sie ist auch zum Beispiel durch 2, 2 mal 8 gibt ja auch 16, das heißt auch durch 2 und auch durch 8 teilbar und noch durch 4. 4 mal 4 ist nämlich auch 16. Funktioniert also nicht. Die 16 ist raus, keine Primzahl. So, was haben wir denn noch? Nehmen wir mal die 17. So, die 17 ist durch 1 und 17 teilbar und sonst aber durch nichts. 2, 3, 4, 5, 6 passen alle nicht so in die 17 rein, dass kein Rest dabei übrig bleibt. Das heißt, die 17 ist tatsächlich eine Primzahl. Und als Abschluss nehmen wir noch die 51. Die 51 ist, glaube ich, oft, wird oft als Primzahl verstanden. Jetzt müssen wir uns aber fragen, ob es wirklich eine ist. Die 51, habe ich 15 gesagt, oder? Entschuldigung. Das kommt davon, dass ich vorher das Video von dem Salman Khan auf Englisch angeschaut habe. Da sagt man nämlich 51 und dadurch kommt bei mir oft der Zahlendreher rein mit der 15. Okay, also ich rede natürlich von der 51. 51 ist durch 1 und die 51 teilbar und ist sie dann auch noch durch was anderes teilbar? Wenn ihr das selbst rausfinden wollt, dann stoppt jetzt einfach kurz das Video und probier es selbst mal. Ansonsten würde ich dir auch jetzt die Lösung kurz geben. Also in der Tat kannst du die 51 noch durch 3 teilen. 51 durch 3 ist nämlich 17, also 3 mal 17 ist 51 und somit ist 51 auch keine Primzahl. So, ich hoffe, das hat dir einigermaßen Spaß gemacht. Vielleicht willst du dich ja selbst noch auf die Suche machen nach weiteren Primzahlen. Viel Spaß dabei. Tschüss.